Sie nennt sich Mininoi und ist die neue Initiative des Neutech-Park, welche die Tore auch für Kinder und Eltern öffnet. Mit der Initiative soll die Neugierde und der Wissensdrang von Kindern befriedigt werden. Die jüngste Generation soll an die Welt der Wissenschaft und der Forschung herangeführt werden. Ich selbst als Vater weiß, dass Kinder eigentlich geborene Forscher sind. Sie wollen ausprobieren, testen und hier geben wir den Kindern dafür die Möglichkeit. Wir wollen Kinder heranführen an die Technologien, an die MINT-Fächer, Naturwissenschaft, Mathematik, an die Möglichkeiten, die es heute gibt, es den Eltern auch zeigen, dass das Berufskarrieren sein können. Und hier geht es eben nicht nur ums Zeigen, sondern hier gibt es Raum für Kinder, dass sie selbst forschen, entwickeln können, auch Fehler machen. Denn aus den Fehlern lernt man, das ist kein Problem, sondern es ist eigentlich ein Fortschritt in der Forschung. Die Gesetze der Natur, die uns umgibt, kennenlernen, erste Einblicke in Physik und Chemie erhalten, die Bedeutung von Innovationen erfahren. Dies ist die Zielsetzung von Mininoi. Mininoi, wie gesagt, ist eine Wissenschaftswerkstatt für Kinder, die ein bisschen probieren wollen und tüfteln wollen. Und warum Kinder? Weil Kinder sind natürliche Forscher. Was sie machen, ist dauernd fragen, verstehen wie, verstehen warum. Und das ist eine sehr wichtige Sache und wir wollen, dass sie weiter fragen können und immer probieren können und scheitern können und wieder probieren können. Und das ist, warum wir diesen Projekt aufgebaut haben und warum wir glauben, dass es so wichtig ist, das im Neutech-Park zu machen. Mininoi ist eine Investition in die Zukunft Südtirols. Wissenschaft ist nämlich nicht weit entfernt von der Erlebniswelt der Kinder. Diese öffnen sich gemeinsam mit den Eltern einem neuen Zugang zu Wissen. Kinder sind ja geborene Forscher. Und der Neutech-Park ist ein Ort der Forschung. Und deswegen bringen wir für dieses Projekt die Kinder und die Forschung zusammen. Und wir haben ja in Südtirol viele Forschungsinstitutionen mittlerweile, gute Forschungsinstitutionen. Und deswegen machen wir gemeinsam mit diesen Forschungsinstitutionen dieses Projekt und haben hier zwei Ziele. Das erste Ziel ist, wir möchten schauen, dass das Interesse bei Kindern für Forschung, für Innovation, für Wissenschaft geweckt wird. Und zweitens, wir möchten auch den Eltern zeigen, dass Forschung und Innovation nicht nur Spaß machen können, sondern dass es dort auch berufliche Chancen gibt, weil wir eben in Südtirol mittlerweile gute Forschungseinrichtungen haben, die Universität und auch innovative Unternehmen haben. Und das können Arbeitsplätze für die Zukunft sein. Um den Spaßfaktor für Kinder und Eltern gleichermaßen hochzuhalten, wurden die Experten für Wissenschaftskommunikation von Plejadi zu Rate gezogen. Das Projekt Mininoi reiht sich auch bestens in die Tätigkeit und die Aufgaben des Neutech-Parks ein. Neutech-Park ist der Träger des Projekts Mininoi, an dem aber auch alle Forschungspartner im Technologiepark teilnehmen. Eurac Research, Freie Universität Bozen, Fraunhofer Italia, Klimahausagentur und Versuchszentrum Leimburg.